herzlich willkommen bei Tink. Ab August 2017 ist Google Home auch endlich in Deutschland verkäuflich und natürlich auch bei uns. Aber was sind denn eigentlich die größten Unterschiede und Gemeinsamkeiten von Google Home und seinem Konkurrenten Amazon Echo? Genau das klären wir für dich hier in diesem Video. Schauen wir uns als erstes das Design der beiden Sprachassistenten an. Sie unterscheiden sich erst einmal in ihrer Größe. Aber auch in Sachen Optik gibt es bei ihnen starke Unterschiede. Alexa gibt es in rein schwarz oder weiß zu kaufen. Google Homes Standard ist weiß-grau. Jedoch kann man sich hierfür noch verschiedenfarbige Aufsätze kaufen, um das Grau in andere Farben seiner Wahl einzutauschen. Beide Sprachassistenten sind kompatibel mit den größten Smart-Home-Herstellern, wie zum Beispiel Philips Hue, um Lampen steuern zu können, Netatmo, Tado und vielen mehr. Übrigens unterscheiden sich Alexa und Google Home auch in ihren Suchmaschinen. Wo Alexa Bing als Suchmaschine nutzt, ist es bei Google Home natürlich Google selbst. Bei der Beantwortung komplexer Fragen hinkt Alexa so Google Home auch deutlich hinterher, was gewisse Folge- und auch Rechenfragen in der Gegenüberstellung eindeutig zeigen. Okay, Google, was ist die Hauptstadt von Deutschland? Berlin ist die Hauptstadt von Deutschland. Okay, Google, und wie viele Einwohner hat sie? 3,47 Millionen 2015. Alexa, was ist die Hauptstadt von Deutschland? Die Hauptstadt von Deutschland ist Berlin. Alexa, und wie viele Einwohner hat sie? Darauf habe ich leider keine Antwort. Okay, Google, was ist 5 plus 5 minus 9? Die Antwort lautet 1. Alexa, was ist 5 plus 5 minus 9? Das weiß ich leider nicht. Wo du bei Alexa für speziellere Fragen extra Skills in der App downloaden musst, hilft dir Google Home einfach so weiter. Personalisiert sind jedoch beide Sprachassistenten. Das heißt, sie lernen immer weiter dazu, je mehr du sie nutzt, und sie können so mit der Zeit verschiedene Stimmen voneinander unterscheiden. Bei Google Home sind es sogar bis zu 6 verschiedene Personen, die eingespeichert werden können. Was aber Alexa wie auch Google Home sehr gut gelöst haben, ist die Multifunktion als Lautsprecher. Obwohl Google Home noch sattere besser als Alexa aufweist, haben beide mit ihren eingebauten 360-Grad-Lautsprechern eine gute Soundqualität. Ein extra Plus zeigt Google Home jedoch mit seiner Multiroom-Funktion auf. Die hat Alexa wiederum nicht. Zusammenfassend können wir also sagen, dass Google Home bereits jetzt schon viele Vorteile gegenüber Alexa aufweist. Und das nach einer sehr kurzen Zeit auf dem Markt. Mit stetig wachsenden Funktionen von Google hat Alexa also jetzt einen sehr starken Konkurrenten bekommen.